Das Engagement interessierter Bürger, insbesondere der Interessengemeinschaft Todesmarsch mit Hans Richter aus Wernigerode, führte zu einer Such- und Bergungsmaßnahme eines beigesetzten Toten, der beim Todesmarsch 1945 vom ehemaligen KZ-Außenlager Langenstein-Zwieberge Richtung Osten ums Leben kam. Nachdem im vergangenen Jahr die sterblichen Überreste des bis dahin unbekannten Toten unterhalb des Königsteins geborgen werden konnten, fand am 15. April eine würdevolle Trauerfeier und anschließende Beerdigung auf dem Friedhof Westerhausen statt. Im vergangenen Jahr ist bei einer Grabung ein Grab gefunden und freigelegt und geborgen worden mit den sterblichen Überresten eines vermuteten Soldaten, eines Kriegsgefangenen. Und wir wissen nicht genau, wer es ist. Man kann es vermuten, aber wir können es nicht belegen. Ein Mann, der heute vermutlich deutlich über 90 Jahre alt wäre, woanders ein Haus gebaut hätte, woanders eine Familie gegründet hätte, woanders seiner Arbeit nachgegangen wäre und vielleicht woanders heute einen Grabstein hätte, auf dem sein Name steht, inmitten von Nachbarinnen und Nachbarn, inmitten einer Geschichte eines anderen Dorfes, einer anderen Stadt, auf einem anderen Friedhof. Nun also soll sein Platz hier bei uns in Westerhausen auf dem Friedhof sein. Nicht ganz ungewöhnlich für uns in Westerhausen haben wir doch eine Grabstelle, auf der Kriegsopfer, die in den kriegerischen Auseinandersetzungen ums Leben gekommen sind, ruhen. Mit der Bergung war die Arbeit aber noch nicht abgeschlossen. Zu den Ergebnissen der Untersuchung der Fundstücke und weiteren Recherchen wird Herr Nowak, der Geschäftsführer des Vereins, im Anschluss berichten. Mit der Beisetzung des Gefallenen ist die Arbeit aber auch noch nicht getan. Die Kriegsgräber werden auch gepflegt. Und dies erfolgt in Westerhausen schon jahrelang durch Frau Ada Kleininger, die ich hier auch begrüßen möchte und auch meinen herzlichen Dank für diese Pflege aussprechen möchte. Kurz vor dem Versterben der letzten Zeitzeugen ist es allen Beteiligten gemeinsam gelungen, diesen Menschen in unserer Erinnerung und in unser Gedenken zurückzuholen. 70 Jahre nach den damaligen Ereignissen war es uns möglich, die Suche und Exhumierung am Königstein durchzuführen. Diejenigen, die dabei gewesen sind, werden sich an diesen Tag erinnern. Einen ganzen Tag haben der Kriegstote vom Königstein und wir miteinander verbracht. In dieser Zeit haben wir viel von ihm erfahren. Durch das, was er an persönlichen Dingen bei sich trug, den Bleistiftstümmeln, das provisorische Feuerzeug als Zeichen der Not, die Marienanhänger als Zeichen der Hoffnung. Er hat uns eigentlich alles hinterlassen, was er hatte, und damit auch viele Hinweise auf seine Identität. Am Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die Wachmannschaften des Konzentrationslagers Langenstein-Zwieberge den Befehl erhalten, die Häftlinge zu evakuieren, um sie der Befreiung durch die heranrückenden alliierten Truppen zu entziehen. Etwa 3000 Häftlinge aus dem Lager Langenstein-Zwieberge wurden Anfang April 1945 in Richtung Quedlinburg in Marsch gesetzt. Der Todesmarsch führte auch durch Westerhausen, wo ein stark geschwächter Häftling von den damaligen Bewohnern des Schützenhauses an der Straße gefunden wurde. Sie haben den Häftling nach ihren Möglichkeiten versorgt, seinen Tod jedoch nicht verhindern können, und den Toten im Wald unweit des Schützenhauses bestattet. Herr Hans Richter berichtete, dass das improvisierte Grab über die Jahrzehnte zuwuchs und schließlich nicht mehr auffindbar war. In den letzten Jahren intensivierten die Mitglieder der Interessengemeinschaft Todesmarsch ihre Bemühungen, das Grab wiederzufinden und den Toten zu bergen. Nach umfassenden Recherchen und vielen Anträgen bei verschiedenen Genehmigungsbehörden konnte die Suchgrabung am 19. April 2015 durch den Verein zur Bergung Gefallener in Osteuropa e.V. durchgeführt werden. Die Grabungsmaßnahme wurde von Frau Ingrid Günske aus der Friedhofverwaltung Thale unterstützend begleitet. Bei der Bergung fand man ein vollständiges menschliches Skelett, dem die Exhumierungsnummer VBGO Nummer 7208 zugewiesen wurde. Der Grabungsinhalt wurde mit einem Sieb von 8 mm Maschenweite gesiebt.
Die Gebeine, die Nachlassgegenstände und die Begleitfunde wurden einer weiteren Bearbeitung zugeführt. Sie wurden gereinigt, restauriert und zur Identifikation weitergereicht. Wir legen den Sarg des sowjetischen Kriegsgefangenen und Kriegsopfers Peter Bondarenko hier in sein Grab, fern von zu Hause, auf unserem Friedhof. Wir legen seinen Sarg in das Grab mit der Hoffnung, mit dem Ausdruck der Hoffnung, die auch er im christlichen Glauben geteilt hat. Unser Herr Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, wache gnädig über dir und bewahre dich zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Der Kriegstote, der Ukrainer Peter Bondarenko, bekam vor seiner würdevollen Beerdigung auch seinen Namen zurück. Die Kriegsgefangenenerkennungsmarke gab dazu entscheidende Hinweise. Jedoch ist diese Erkenntnis zum Zeitpunkt der Beerdigung erst einige Tage alt gewesen, sodass der Grabstein noch keine Gravur besitzt. Diese soll jedoch bei einem weiteren Termin nachträglich angefertigt werden. Das Grab befindet sich auf der Kriegsgräberstätte des Gemeindefriedhofs in Westerhausen.